Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video und ich habe hier so eine Vase in der Hand und ich zeige euch heute, wie ihr aus so einer Vase temporär, also sprich wieder abmachbar, eine ganz andere Vase gestalten könnt. Und da gibt es natürlich ganz viele Abwandlungen, aber wie das ganz genau geht, das kommt im jetzigen Video. Aber zuerst wollte ich euch einfach noch von Ostern berichten und was ich euch unbedingt zeigen musste, ich habe jetzt mal ein Maßband mitgebracht, weil die sind so irre. Das sind französische Tulpen, die immer noch viele Leute nicht kennen und ich habe jetzt 75 cm sind die längsten. Das ist echt der Hammer. Also französische Tulpen, die halten auch länger als die anderen Tulpen. Und hier ist noch was richtig Schönes dabei, das sind grüne Bartnelken, diese tollen Puschel. Die hier ist jetzt 2 Wochen alt und die steht immer noch so in meiner Vase. Das ist also eine unglaublich schöne und haltbare Blüte. Das ist eine Nelkenart. Es gibt ja immer noch viele, die sagen, ich mag keine Nelken. Und wenn sie die dann sehen, sagen sie, die ist aber schön. Ja, das ist eigentlich immer der Klassiker. Naja, also man sieht, wie schön das also so in so einer Vase sein kann. Und wenn diese Kirschblüten, ach, ich muss noch mal ein bisschen drehen, genau, damit man mal alles sieht von diesen Träumchen. Wenn man diese Kirschblüten, die hier auch schon so weiß spitzeln, wenn die dann aufblühen, dann ist natürlich der Traum perfekt gepaart mit diesem Eukalyptus. Ja, es ist jetzt Ostern vorbei. Ich habe an Ostern nichts mehr hören lassen von mir, weil wir hatten unglaublich viele Lieferaufträge und wir waren bis zum Anschlag beschäftigt und deswegen habe ich dieses Mal auch ja kaum Fotos von Ostern. Also die wenigen, die ich habe, die spiele ich gleich mal rein und zeige euch mal ein paar, weil wir haben eben auch diese schönen Nester gemacht, wie wir auch im letzten Video gezeigt haben. Und ja, der Hinweis an alle, die es nicht gemacht haben, ihr solltet unbedingt euer Pampasgras aufheben, weil dieses Pampasgras ist auch für nächstes Jahr total wertvoll und wichtig. Und ich zeige euch auch mal warum. Ich zeige euch gleich mal warum, weil hier ist nämlich schon die Produktion, die jetzt beginnt für nächstes Jahr an Ostern. Das sind jetzt nur 2, ich hatte den ganzen Eimer voll. Das sind also so süße Nestchen aus Pampasgras und die im Grunde genommen ist das jetzt hier ein wunderbarer Vorrat. Es gibt noch einen großen Grünmüllbeutel voll, den ich auch noch bearbeiten werde. Und dieses wunderschöne Pampasgras, das sich allerdings, ich muss davor warnen, das hat ja richtige Widerhaken ja seitlich und wenn ich das dann anfasse, dann kommen wieder hier meine Dornenhandschuhe ins Spiel und weil ansonsten sehen meine ganzen Arme völlig verschnitten aus, ist jetzt ein paar Tage her, aber ich glaube so die letzten Schnittwunden, die heilen jetzt so langsam, weil ich hatte natürlich keine Dornenhandschuhe an und dann habe ich danach gedacht, ich sollte das doch tun. Und wenn man diese Nestchen macht und wenn ihr darüber nachdenkt, die zu wickeln, dann würde ich euch empfehlen, ja, ich bringe ja immer so Empfehlungen auch gern, entweder in Gold dieser Wickeldraht, dieser schöne goldene oder auch der goldene Myrtendraht oder auch Basteldraht genannt, ja. Mit dem Wickeldraht geht es ein bisschen einfacher, der ist fester und es sieht dann wirklich wunderschön aus, diese Nestchen so zu machen. Also ich glaube, nach Ostern ist vor Ostern und bevor dieses wunderschöne Pampasgras im Grünmüll verschwindet, weiß ich jetzt, was ich die nächsten Tage machen kann und ich werde einfach Nestchen wickeln. Ja? Fernsehen gucken und Nestchen wickeln, schöne Beschäftigung
Und dann ist der Vorrat für nächstes Ostern dann auch gesichert. Also es gibt immer was zu tun, wie man sieht. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt so ein kleiner Rückblick zum Thema Ostern auch und was man dann eben so machen kann, weil rund um das Jahr auch der China-Schilf, die treiben jetzt wieder toll. Also diese Sachen, die kommen nächstes Frühjahr, werden die wieder abgeschnitten. Also es lohnt sich auch wirklich rund ums Jahr meine Videos anzugucken, weil es gibt dann auch wirklich viele Videos und Arbeiten. Ja, es ist ja, die Jahreszeiten wiederholen sich ja permanent und es lohnt sich dann also auch dran zu bleiben und immer zu überlegen, was kann ich denn jetzt jahreszeitlich passend machen? Und da ich ja jetzt den Kanal schon über 2 Jahre betreibe, gibt es also viele Videos der letzten 2 Jahre, die man immer wieder vorholen kann, sagen kann, oh, pff, das könnte ich jetzt eigentlich mal machen, das wird jetzt super passen. Ja, also das so als kleiner Tipp. Man muss also immer ja neugierig, wissbegierig bleiben. Und aber jetzt geht's erstmal weiter in das Video, wo wir diese Vase einfach mal ganz anders dekorieren. Und ja, wieder abmachbar und wo wir dir einen komplett neuen Look geben. Also, viel Spaß und bleibt dran. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder so richtig tief in meine Trickkiste gegriffen und ich habe so eine schöne Idee mitgebracht. Die hat was zu tun mit der Vase und mit Birke, mit Tulpen und sogar mit Zwiebelschalen. Rote. Aber was ich genau vorhab, das kommt jetzt gleich im Video. So, die Tulpen brauchen wir gleich noch. Ich wollte mal eine Vase anders machen. Ich bin dann durch meine Küche gelaufen und wollte eigentlich gern so ein schönes längliches Gefäß und habe dann überlegt, ich würde da ja auch gern was drauf arbeiten, aber ich muss die Vase irgendwie bearbeiten, dass ich da was drauf machen kann, was ich wieder runterbekommen wird. Also eins nach dem anderen. Meine Idee war, ich möchte Moos um diese Vase machen und ich habe eine ganz tolle Deko. Aber damit ich auf diese Vase war überhaupt was draufkleben kann, gibt es so einen kleinen Trick. Und zwar, genau, Tricks und Tipps für die Ideenklauer. Lieben Gruß an Heidi, die sich immer Ideenklauerin nennt. Das finde ich immer sehr nett, diese Bezeichnung. Ich nehme erstmal Papier. Schön ist es natürlich, wenn das Papier hübsch ist. Das ist jetzt ein grünes Pergaminpapier, das ich hier genommen habe. So, mal gucken, ob wir da ganz um die Vase rumkommen. Ach, super, wunderbar. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man Papier auf eine Vase kleben kann. Und zwar greife ich wieder in meine Trickkiste, man nimmt Sprühkleber. Sprühkleber bekommst du wie so vieles. Oh, sorry, der Sprühkopf geht auch gleich mit ab. Bei Floristik 24. Und ich lege jetzt extra ein bisschen Zeitung unter, weil ich möchte natürlich nicht meinen Tisch mit Sprühkleber vollsprühen, sondern ich möchte nur die Vase einsprühen. Ich nehme Sprühkleber und klebe dann dieses Papier. So, nebenher kommen auch Aufträge aus dem Fax, wie man im Hintergrund hört. So, und klebe dieses Papier. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass die Kante nicht so exakt ist. Und ich finde, man kann auch unten ruhig noch ein bisschen das Wasser sehen. Deswegen habe ich das Papier jetzt nicht über die ganze Vase genommen. So, dann klebe ich einfach dieses Pergaminpapier auf die Vase drauf. Ich glaube, ich habe früher, bevor ich mit Floristik nichts zu tun hatte, kannte ich auch keinen Sprühkleber. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon eine tolle Basis auf dieser Vase, wo wir, und da möchte ich jetzt Moos drauf arbeiten. Das ist halt spannend, gell, was ich vorhab. Das kann man sich eigentlich, wenn man den Plan nicht im Kopf hat, dann kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, was ich schon wieder vorhab. Aber es sind so schöne Sachen. Es ist wunderbar. Ich muss von meinem Moos erst noch mal ein paar schöne Stücke raussuchen. Genau, da kommt natürlich das nächste Problem.
Meine Mädels haben mir gar nicht so tolles Moos gelassen, wie ich eigentlich bräuchte. Aber es ist eigentlich kein Problem, weil ich habe auch Moosspray. So, also mein Problem an dem Ganzen ist, ich habe leider jetzt nicht mehr so schönes Moos. Das ist etwas, das ist so ein bisschen beige geworden. Und ich muss mich jetzt leider mit diesem Moos begnügen, das ich habe. Aber auch dieses Moos werde ich mit meiner Trickkiste hübsch machen. Auch das ist kein Problem. Also es ist halt einfach leider ein bisschen beige. Ja. Und das, aber das zeige ich euch gleich. Wenn man natürlich das schönste, tollste Moos hat, dann ist es viel, viel, viel einfacher. So. So, damit dieses Moos besser hält auf diesem Papier, ist natürlich, es war Schritt 1, das jetzt zu kleben auf diesem Pergaminpapier. Aber die Festigkeit gibt natürlich auch noch ein grüner Myrtendraht, ja, den ich hier nehme. Und mit dem grünen Myrtendraht wickle ich mit ein paar Wicklungen dieses Moos fest. Und noch ist es ja leider nicht grün, ja, aber das kommt auch gleich. Und wir haben uns gerade hier drüber unterhalten, also auch solche kleinen Tricks, wie ich was auf einer Vase befestigen kann, die habe ich natürlich auch in vielen Seminaren gelernt, in Floristikseminaren, wo man dann so diese schönen Details der Floristik lernen kann. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass das Moos heute nicht so perfekt ist, weil manchmal ist eben dann noch nur noch ein Rest in der Kiste. Wunschkonzert ist leider nicht überall. Und ich nehme jetzt hier ein altes Zeitungspapier, lege das drunter und, ja, und mache mit ganz einfachen Mitteln mein Moos grün, weil es gibt nämlich Moosspray. Auch bei Floristik 24. Moosspray hat diesen wunderbar natürlichen, ja, diese natürliche Optik. Und ich mache jetzt einfach mein Moos grün. Tricks und Tipps, gell? Also ich würde es draußen machen. Es stinkt kurz, aber auch das verfliegt sehr, sehr schnell. Und damit natürlich die Vase nicht so grün angesprüht wird, halte ich die jetzt mit dem Zeitungspapier zu. Und ich sprühe, mache meine Vase, nein, mein Moos, einfach kurz grün, ja, kruseln tut Moos natürlich immer und man kann dann immer noch mal eine Schere nehmen, wenn ich eine habe, genau, hier ist die Schere, so, erstmal aus der Vase hier die Sachen rausschütteln, mal noch eine Schere nehmen und noch mal bisschen schneiden, dass das etwas ebenmäßiger ist. So, das fand ich jetzt ja eigentlich bis jetzt schon ganz lustig, aber der Clou, der kommt jetzt natürlich erst noch mit der Birke und mit diesen schönen roten Zwiebeln, weil ich habe zu einer Freundin gesagt, ihr esst doch immer rote Zwiebeln, oder? Und sie so, ja. Dann sage ich, ah, kann ich da ein paar Schalen haben? Und die habe ich dann auch so gleich bekommen. Und jeder wundert sich natürlich, was ich dann so mache. So, ich bin mal wieder alleine und meine Astschere, eine meiner größten Freunde mit Amboss-System, die ist super, weil ich brauche jetzt, ja genau, ich brauche jetzt eigentlich Birkenscheiben. So, also unsere Birke, die wollte leider nicht ins Video und man sieht also die Birkenäste, wenn die eine Weile draußen liegen, dann kommen leider nur noch Krümel raus und so schöne Scheibchen. Ich wollte eigentlich so tolle Birkenscheibchen hier draufkleben, aber die Birke, die kommt jetzt in irgendein Pflanzgefäß, dafür ist sie noch schön genug. Aber aufs Video hatte die leider keine Lust. Schade, ich habe eigentlich immer Lust aufs Video, aber gut, es ist, wie es ist. Wir haben jetzt hier Plan B und zwar, wir nehmen jetzt Birkenrinde. Ja, ist ja auch sehr, sehr schön. Und sehr dekorativ. Und dann brauchen wir natürlich auch den Heißkleber.
und können uns auch aussuchen. Ich finde hier, weil das so diese Rundung hat, ich würde, man kann ja auch überlegen, die Birke ist fast auf beiden Seiten schön. Da habe ich mir überlegt, dass ich auch gern, dass ich gern Birke rein auf dieses Moos machen wollte. Und auf Moos kann man ja herrlich kleben. Das Gleiche auch auf Filz zum Beispiel. Filz ist auch was ganz Tolles zum Kleben. Ja. Und das macht es ja auch so natürlich. Und schön ist natürlich, dass unser Moos jetzt auch wieder grün ist. Was wir ja auch so mit ein paar Tricks erreicht haben. Und ich wollte einfach so eine richtig schöne Frühlingsvase machen. Ach ja, und ich gehe einfach noch mal ein paar Schritte zurück zu meiner Erklärung, was ich von am Anfang ja eigentlich nicht so gut erklären konnte. Sprühkleber lässt sich ganz leicht wieder lösen. Das heißt, ich musste jetzt kein altes Gefäß suchen, um diese Arbeit zu machen, sondern ich kann dieses Arrangement, also das Moos und was ich jetzt hier, alles was ich jetzt mache, weil es geht natürlich noch mit Zwiebelschalen nachher auch weiter, das kann ich einfach wieder runter machen und kann dann mit Spülwasser meinen Sprühkleber wieder absprühen und kann diese Vase auch wieder ganz normal verwenden wie bisher. Das heißt, es ist also eine temporäre Vasendeko, die ich mal so ganz nett fand zwischendurch. Und da ich kein altes Gefäß hatte, das ich jetzt damit bearbeiten wollte, habe ich einfach eine schöne Vase genommen und habe das mit dem Papier, habe mir das so ausgedacht. Also die Idee zu diesem Video, die kam mir eigentlich vor einer halben Stunde, als ich durch die Küche gekreuzt bin, hier durch die Ladenküche, und überlegt habe, so, welches Gefäß nimmst du denn jetzt für dieses Video? Ja, ich reiß auch bewusst hier so ein paar Stücke von der Birke. Reißen, genau, oder auch mal schneiden. Und als ich durch die Küche geflitzt bin, was nehme ich denn jetzt für ein Gefäß für dieses Video? Und mir ist irgendwie kein olles Gefäß, mit dem man jetzt das Thema Upcycling so schön zeigen könnte. Da ist mir leider nichts begegnet. Aber ich bin ja eigentlich um Ideen nicht verlegen. Und obwohl ich immer gedacht habe, mir würden mal die Ideen ausgehen, so ist es dann doch nicht der Fall. Und jetzt kommen also hier die schönen roten Zwiebelschalen. Also nehmt bitte nur die trockenen Stücke, ja, von den Zwiebelschalen. Die kommen jetzt hier auch zum Einsatz, weil ich finde, die sind wunderschöne Farbplexe. Ja, es hat mich auch sehr gereizt, das zu machen. Weil irgendwie habe ich gedacht, das schmeißt ja eigentlich jeder in den Müll. Wahrscheinlich wird jetzt fast jeder von euch rote Zwiebeln kaufen. Aber es ist so dekorativ. Und die Tulpen sollten natürlich auch farblich gut dazu passen. So, ich drehe mich auch gern wieder ein bisschen rüber. Ja, genau. Mein Kameramann läuft mir hinterher. So, Heißklebefäden haben wir natürlich auch immer. Es ist immer so diese typische Bewegung. Ich versuche immer, die Heißklebefäden so wegzuweben von mir. So, ich nehme das gerade mal hoch. Das ist ja eigentlich sehr witzig, so eine Frühlingsarbeit. Das i-Tüpfelchen kommt jetzt noch mit der Füllung. Genau. Hier habe ich frisches Wasser, wenn auch nicht von der Gießkanne. Ich fülle das in meine Vase ein. Und mein Gedanke ist, dass ich so eine schöne, lebendige Vasenfüllung mache. Ich kann auch theoretisch ein Besteck machen damit, aber indem ich die Tulpen einfach einstelle, bin ich ja auch flexibler, die einfach wieder rauszunehmen. Und ich glaube, es ist für jeden von euch einfacher, die Vase mit Tulpen zu füllen, als sie mit Steckmasse zu füllen. Ja, das ist leichter gemacht. Ich baue mir hier ein kleines Gerüst aus Heidelbeere. Heidelbeere ist ein wunderschönes, langlebiges Grün. Es lässt sich ganz toll verarbeiten und man sieht hier, es fängt schon an zu treiben und es kommen sogar zu späterer Zeit, kommen dann auch noch die kleinen Heidelbeeren. Und jetzt geht es natürlich auch um das Thema Farbharmonie. Die Farbharmonie, die erreiche ich,
indem ich eine Farbe nehme, die natürlich sehr schön zu den Zwiebelschalen passt. Ja? Aber zuerst habe ich noch eine andere Idee. Ich habe noch ein paar schöne Kätzchenzweige extra bereitgelegt und Korkenzieherhaselnuss. So, die Korkenzieherhaselnuss, Moment, die will sich nicht voneinander trennen. So, die lege ich jetzt einfach mal so drüber. Ja, ich will ja auch gar nicht, dass die aufgeht. Die ist nur so als dekoratives Element. Und die stecke ich jetzt mit Kätzchen und mit Tulpen, fixiere ich die. Ja, ich habe mir so schöne Kätzchenzweige geholt. So, und jetzt kommt natürlich das Schönste an der ganzen Arbeit. Jetzt kommen die Tulpen. Man braucht gar keine Masse an Tulpen, dass es schon so toll wirkt. Man kann auch 5 Tulpen einstellen und es ist schon Wahnsinn. Das ist schon so eine dekorative Wirkung. Klar, weil wir natürlich so ein wunderschönes Gefäß, ich muss mal ein bisschen Weg suchen hier, weil wir so ein wunderschönes Gefäß gearbeitet haben und den Tulpen, wir haben ihnen einfach schon eine ganz tolle Bühne gegeben. Ja, dass sie sind. So, wir haben jetzt 5 Tulpen. Ich finde, wir brauchen nicht mehr. Ich tue die anderen wieder weg. Ja, es müssen nicht mehr sein. Es ist mit ganz einfachen Mitteln. So, da kann auch so ein Tulpenblatt, kann ruhig auch noch runterhängen. Und die Tulpen bewegen sich auch noch, die gehen noch auf und werden dann natürlich noch viel mehr Farbe bringen. Das ist meine selbstgestaltete Tulpenvase. Das ist eine wunderschöne Geschenkidee. Oder falls du ein altes Gefäß hast, kannst du natürlich auch ein altes Gefäß toll upcyclen. Und mit Hilfe von diesen schönen Sachen, ja, Sprühkleber, Bußspray, Heißkleber, kann man doch an wunderschöne Gefäße arbeiten. Und das geht natürlich auch mit hellen Zwiebelschalen oder es ist, aber ich fand jetzt die roten, die fand ich den Knaller. Gibt auch noch ganz tolle andere Videos, wie man seine Vasen schön füllen kann und ich verlinke dir noch im Abspann die tollen Videos und ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir viel, viel Spaß beim Nachmachen. Deine Margit. Tschüss!